Rund 15.000 ZuschauerInnen verfolgten am Sonntagabend am Brandenburger Tor den Spendenmarathon Save Ukraine, Stop War. Die Solidaritätsveranstaltung fand zeitgleich in Berlin und Kiew statt und wurde in viele Staaten übertragen. Dabei kamen auch zahlreiche Prominente und Politiker zu Wort, wie Ungarns Präsidentin Katalin Novak, gekleidet in den ukrainischen Nationalfarben mit einem blauen Kleid und gelben Ohrringen. Sie sagte in ihrer Videobotschaft, Ungarn verurteile eindeutig die russische Aggression und plädiere für eine angemessene Bestrafung derjenigen, die diese barbarischen Akte gegen die Menschheit begangen hätten. Novak benutzte damit deutlichere Worte als der ungarische Regierungschef. Allerdings stellte sie das Video erst nach dem Konzert am Montagmorgen auf ihre Facebook-Seite. Viktor Orban steht wegen seiner Nähe zum Kreml-Chef in der Kritik und blockiert zudem ein geplantes Sanktionspaket der EU gegen Russland samt Ölembargo. Bei dem Benefizkonzert meldeten sich unter anderem auch der ukrainische Präsident Zelensky, Boris Johnson, Emmanuel Macron und Olaf Scholz zu Wort. Zu den Live-Acts gehörte der diesjährige ESC-Sieger, die ukrainische Kalush Orchestra Band.